meiner Freizeit gehe ich mit meiner Frau sehr gerne in die Berge. Das Schöne beim Wandern ist, Gelassenheit zu erleben, abschalten und relaxen zu können. Mein Name ist Erik Baron, bin Projektmanager, bin jetzt seit 2007 in der OMV, habe in dieser Zeit verschiedene Projekte am Standort in Burghausen abgewickelt. Mein Name ist Joachim Dietz, ich bin der Anlagenleiter von der Petrochemie hier in Burghausen. Im Petchem-Projekt geht es darum, die Kapazität der Ethylenanlage um ca. 40 Kilotonnen an Monomeren zu erhöhen. Petchem ist ein weiterer Schritt in der Transformation der Raffinerie hier Burghausen zu Petrochemie, Monomeren, Ethylen, Propylen, Butadien und Isobuten. Die Anlage ist im Moment durch verschiedene Faktoren limitiert. Diese Engpässe werden jetzt durch Änderungen beseitigt, sodass wir eine höhere Gesamtkapazität erreichen können. Das ist unter anderem hier der Umbau dieses Propylen-Kälteverdichters, dann der Umbau der Böden im Ethylensplitter, aber auch viele kleinere Maßnahmen, wo einzelne Regelventile vergrößert werden oder auch zusätzliche Wärmetauscher eingebaut werden, um Druckverluste zu minimieren. Zusätzlich haben wir uns entschieden, die Gelegenheit zu nutzen, eine energetische Sanierung an dem Ethylensplitter durchzuführen, um letzten Endes Energie einzusparen und unseren Beitrag für die Umwelt zu leisten. Es macht einfach Freude, nach 4 Jahren der Projektentwicklung zu erleben, wie die Kollegen und Partnerfirmen zusammenarbeiten, Probleme bewältigen, Lösungen suchen und das Projekt auf die Zielgerade bringen. Die Umsetzung der Konzernstrategie 2030 wird Veränderungsbereitschaft von uns fordern. Und ich freue mich schon jetzt darauf, mit neuen Teams und neuen Projekten diese Reise anzutreten. Gemeinsam gestalten wir die Petrochemie von morgen.